Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FSH Modding Map hier am Samstagmorgen. So, ich bin natürlich jetzt auch wieder das Spiel neu geladen. Jetzt müssen wir erstmal wieder alle Maschinen in Gang bringen. Das ist leider so. Aber ich glaube, das läuft auch. So, der steht hier. Helfer. Dann den hier, genau. Den muss ich jetzt wieder fahren. Ich habe wieder ganz, ganz viele wunderschöne Kommentare von euch bekommen. Wegen der Ballen. Und es ist so, es werden Rundballen werden. Ich weiß nur nicht, ob ich unsere Ballenpresse, also die, wie wir jetzt haben, verwenden soll oder ob ich mir eine Kron Ultima pressen soll, weil das wurde auch sehr, sehr oft gesagt. Und was vor allem natürlich der Vorteil ist bei der Kron Ultima, du musst nicht stehen bleiben, du kannst wirklich durchziehen. Und das erscheint mir schon relativ sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal, ja, das dann besser funktioniert. Natürlich wird die dann ab und zu abbremsen, wenn ein Ball jetzt im hinteren Behälterbereich ist oder wenn er fertig gepresst ist. Aber ja, das muss man wohl eingehen. Weil es besser ist wie jedes Mal, ich muss den Deckel aufmachen und Deckel zumachen und hier und da, ne? Also das ist schon etwas aufwendig, glaube ich. So, ich habe da gesagt, ich soll während dem Fahren abbunkern, denn dann verliere ich keine Zeit. Das ist natürlich so. Deswegen werden wir das jetzt auch so machen. Und es haben sehr, sehr viele einen Kommentar geschrieben. Dankeschön dafür übrigens nochmal. Und da wurde auch das Wort Strohkraftwerk, habe ich auch gelesen. Ist auch eine feine Sache. Da gibt es nichts. Aber bin ich nicht so der Freund von. Muss ich euch ehrlich gestehen, bin ich gar nicht so der Freund von. Ach, du ahnst das nicht. Deswegen, ja. Also Rundballen finde ich super. Bin ich sehr froh, dass ihr damit leben könnt. Und es wird, ich schätze jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal behaupten, es wird wahrscheinlich die Krone Ultima werden. Ist mir recht, also bin ich voll der Freund von, also da gibt es nichts. Quaderballen bin ich, weiß ich nicht, bin ich irgendwie abgestumpft von der Belgische Profonte? Bin ich ehrlich zu euch, also Quaderballen werden es nicht werden. Aber, so, Rostel, du fährst jetzt auch weiter, oder? Hab ich gehört? Willst du sagen, du kannst dich drehen, weil hier ein Okay, wir fahren zurück. Wir fahren sowieso abkippen. Erstmal. Und abladen. Taste O. Und dann werden wir... Genau, ich hatte das Problem letztes Mal, dass der LKW nicht so wollte, wie ich wollte. Ich habe ihn, glaube ich, falsch programmiert. Ich glaube wirklich, dass der Fehler bei mir gelegen hat oder liegt an mir. Das ist definitiv so. Und ja, was hat denn der nicht hier alles Schönes? Wir müssen mal gucken hier. Menü? 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 Nee. Nee? Nee? Okay, egal. So, Rohr habe ich bereits ausgefahren. Dann werden wir jetzt den abladen lassen. Werden wir derweil einen richtigen Kurs suchen für den oder einen richtigen Arbeitsmodus. So ist die richtige Formulierung. Und dann haben wir Ritze voll oder bald zumindest, bald, ne? Den Hänger hier voll. Beziehungsweise auch das Lager gut gefüllt. So, wie hat denn gesagt, lieber Kollege? Silo, Hof, ja genau, nehmen wir den. So. Dann habe ich gesagt, Start bei 100 oder bei 95 und 100. Ich glaube, das kann man so machen. Jetzt muss ich aber noch sagen, Drescher, nein. Es ist auch... Es ist nicht wirklich, oder? Was ist das hier? Überladewagen. Düngen 10. Route abfahren. Feldarbeit. Gülle... Es ist eigentlich Überführung, ne? Ich glaube, es ist eine Überführung. Wir fahren jetzt, lassen jetzt einfach mal sagen, gut, fahr. Stell ich würde dann immer hin und her gondeln. Ich beteste das einfach mal. Ist nicht so schlimm, wenn es nicht funktioniert. So, der Lexion ist bald wieder voll. Da müssen wir jetzt los. Beziehungsweise gleich los. Wo ist denn der Lexion? Der Lexion ist wieder auf dieser Seite unten. Das heißt, wir sind hier schneller. Gut, das wird natürlich jetzt noch so, ja, ich sage jetzt mal, so zwei Folgen, glaube ich, bestimmt noch. So weitergehen mit dem Abtanken und, ne? Die Dresche hier muss ich übrigens neu ansetzen, weil hier mit dieser blöden Insel, möchte ich schon fast sagen, ist das leider so. Wir könnten aber auch, wie ja sagen, ja, beginnen. Und beende. Und dann sagen wir einfach... Achso, das war ja der falsche Wagen, ne? Falscher Trailer. Okay. Dann sagen wir Überladewagen.
Zu wenig Wartepunkte. Och, ich habe aber auch ein Glück. Das habe ich, da habe ich mich noch nicht damit befasst. Muss ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich zu euch. Da habe ich mich nicht damit befasst. Wartepunkte heißt, lass mich kurz gucken. Wartepunkt. Okay. Ganz kurz Stopp. Aus. So. Wir testen das jetzt einfach, oder? Würdest du schon sagen, dass wir das einfach so testen? Ja, jetzt habe ich natürlich wieder das andere Problem, dass ich den LKW nicht habe und dass ich nicht weiß, wohin fahren muss. Ich glaube, da... Nee, stopp, 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 aus, aus. Wir müssen hier abladen, Kollege. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Ich weiß nicht, warum er hier nicht ablädt. Wir würden doch genau über den Trigger fahren. Eigentlich. Der müsste hier irgendwo hier sein. Ich habe gesagt irgendwo, also nicht... Ist keine präzise Angabe. Hier, ne? Ja, hier kann man abladen. Ich glaube einfach, dass der Kurs abladen, nee, beladen am Startpunkt, ja, ist soweit in Ordnung. Alter Schwede, da kann ja wohl alles laden hier. Ich weiß noch nicht, warum er nicht ablädt, das ist mein Problem. Aber jetzt ist es schon so, wie es ist, ne? Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Wir lassen ihn jetzt einfach mal weiterfahren. So, den hier müssen wir helfen, haben wir gesagt. Weil der kennt sich nicht mehr aus. Fahren könnte er aber schon, oder? Oder hängt der... Oder hat er irgendwie festgehangen? Das könnte nicht auch sein. Ah. Jetzt wird mir wieder dieser... Ah doch, der fährt, okay. So, in Ordnung. Zurück. Hallo, zurückbleiben. Zurück. Ja, also, ne? Ich betrachte das hier alles als eine Art Übung. Eine Art, ja, Training, besser gesagt, Cursebait-Training. Weil ich kann nicht viel falsch machen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, ist es eben falsch. Ist ganz einfach eine ganz einfache Rechnung. So, ja, aber ich glaube wirklich, es wird hier die Krone Ultima werden. Ja, ich schätze mal schon. So, wir werden jetzt den hier nochmal ausleeren. Ja, ja, es wird die Krone Ultima. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil alles andere macht keinen Sinn. Macht wirklich überhaupt keinen Sinn. So, hier haben wir Punkte gesetzt. Das sollte eigentlich... Wir warten jetzt einfach mal ganz kurz. Nur mal ganz gediegen warten. Ja... Ja, genau, das ist es. Ich hoffe, er bleibt stehen. Jetzt müsste er theoretisch die Plane öffnen, weil er weiß, okay, jetzt wird hier gleich was geladen. Hallo? Jo, hat er gemacht. Sehr gut. Dann werden wir hier jetzt sagen, Moment, das muss ich mir nochmal gerade hinstellen. So, ich werde jetzt hier sagen, Kursaufzeichnung beginnen. Dann werde ich sagen, hier ranfahren. So. So, dann würde ich sagen, hier ist ein Wartepunkt. Ne? Kann man ja auch machen. Und dann werde ich einfach gucken, ob er denn das macht, wie ich mir das so vorstelle. Ich hoffe schon. Cool, das dauert jetzt natürlich jetzt ein bisschen. Passt, dann fahren wir weiter. Wir müssten ja eigentlich nur eine Schleife drehen. Einfach nur eine Schleife drehen, das sollte eigentlich schon reichen. So, ich bin mir 100% sicher, dass ein paar richtig gute Cursebait-Programmierer oder Fahrer, beziehungsweise unter euch bei sind. Also da bin ich mir 100% sicher. Wenn ich irgendwas Gravierendes falsch mache, dann schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare und lasst mich nicht blöd sterben. Weil ich versuche natürlich, euch das ein bisschen zu erklären, aber wenn ich selber nicht kann, bin ich natürlich... Ich gebe ganz offen und ehrlich zu. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Cursebait-Profi bin. Nie. Never ever. Feld. Das war links. Oben. ULW. Ne? Überladewagen. Okay. Gucken wir mal. Einstellen.
So, was macht? Kein Dreistern Reichweite. Vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht kann man sagen... jetzt springe ich mal ganz kurz. Oh, was macht ihr da, zwei Hübschen? Ich kann sagen, Abfahrer rufen. Das, ich hoffe, dass er das auch macht. Jetzt gucken wir mal, ob sich der zumindest einen Millimeter bewegt. Der Klaas? Er sollte eigentlich, aber... wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Abfahrer gerufen. Kann ich hier ihn auswählen? Wahrscheinlich nicht, ne? So, du fährst jetzt zurück. Entschuldigung. Gut, der ist schon weit weg, ne? Muss man dazu sagen. Der ist wirklich weit weg. Okay, der Klaas bewegt sich kein Millimeter. Ich bin mir sicher, dass der Überladekurs richtig ist. Er sagt jetzt kein Dreschen in Reichweite. Dann sagen wir einfach jetzt, Moment mal, da ist ein Lexion. Hol dir den. Fahre hinter Drescher. Das wird es nicht schön werden. Ich glaube, das wird wirklich nicht schön werden jetzt. Ich hoffe, dass die Frucht... doch. Passt. Gut, das müssen wir jetzt leider so machen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber... ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es inständig. Gucken wir mal. Der fährt. Gut, lass mich ganz kurz nach dem anderen Drescher gucken. Ja, der fährt eigentlich auch, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Das passt. Ich muss hier jetzt am Hof... ich habe gesehen, da ist Party hart am Hof. Ich musste hier ein bisschen umstellen. Weil einfach sehr... Klaas Arion 650 durch den Reifen. Na toll, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also jetzt... wo ist er denn? Da steckt wahrscheinlich irgendwo in der Walach... ah, ja, da ist er ja. Walachei wollte ich gerade sagen. Ja, richtig. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo auf der Welt einen Ort oder einen Punkt gibt, der Walachei heißt. Bin ich mir 100% sicher. Müsste ich mal nachgucken. Google weiß alles. So, starten lassen und dann zurück. Ich glaube nicht, dass er die große Seemaschine ziehen kann, aber ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe, er schafft's, aber ich bin mir nicht sicher. So, kann man ja so sagen, ne? Sir? Hauptsache, ich fahre den IHC Allrad, ne? Läuft bei mir. Doch. Die Seemaschine ist ungefähr doppelt so groß, aber... Alter, der Klaas Arion, ne? Dem... ohne Witz, also da müssen wir mal gucken. Wenn er nicht sofort spurt, dann hängen wir dann Xerion vor, ohne Witz. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist denn der? Was? Was zum Teufel? Was machst du da? Kann man hier Wendekreis einstellen? Aha. 10 Meter, ohne Witz. 5 Meter muss reichen. Ja, der will natürlich jetzt hier ausholen. Och, Kinders. So, jetzt fahren wir hier so hoch. So. Passt. Meine Katze schreit im Hintergrund. Egal. Das haben wir. Oh, nein. Nein, aus. Gott. So, jetzt wollen wir hier das Rohr ausfahren. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier abladen können. Oder wir nutzen die Gunst der Stunde. Ich hoffe, der bleibt jetzt stehen und haut nicht ab. Jawohl, los Maximus. Sehr gut. So, du bist leer, sagst du? Rohr einfahren. Und dann muss hier weitergehen, Kollege, weil wir können nicht Pause machen. Oh, das wird schon passen. Das macht er, glaube ich. Hoffe ich. Der Arion könnte fahren. Fahre hinter Drescher. Mir wäre lieber, wenn er den Mann... also wenn er den, ne? Wäre mir so fast lieber. Ich glaube, der Überladewagen fährt aber nur hoch, wenn er voll ist, was ich so mitbekommen habe. Was ich aber nicht schlimm finde. So, hier, das ist das kleine, ne? Schalt mal wo um. Ich hoffe, dass er das jetzt genommen hat. Auf, Strohhäcksler an. Und, was hat er?
Jo, hat er gemacht, sehr gut. Dann machen wir hier mal so, so, so. Okay, die zwei verstehen sich, hoffe ich zumindest. Sieht mir mal so aus. Dann setzen wir hier den an. Und dann hoffe ich, dass das wohl jetzt ein bisschen gediegen abläuft hier. Jo. Wie gesagt, wenn einer von euch Tipps hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich warte ganz intensiv auf Tipps, wenn ich irgendwas falsch mache. Er fährt schon wieder los, ohne Witz. Ja. Wenn es euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wäre sehr, sehr nett. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge um 8 Uhr wieder auf der FSH Modding Map. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Samstag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao.